Morgen, Montagmorgen. Ist das wieder mal? Ja, super, Lumen krank. Gerade die Brot zur Schule, jetzt muss sie wieder abgeholt werden. Mensch, Kinders. Und da war ich gewesen. Lumen wurde abgeholt. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, ist Lumen auch heute am Dienstag zu Hause geblieben. Zusammen mit Skadi, die krank ist. Und Anouk, die krank ist. Und Lumen, die sowieso zu Hause bleiben musste heute, weil heute ein Termin war. Wegen ihrer, da wird geschaut, da kam heute jemand, der hat geschaut, wie es um sie steht hier bei uns. Ob es ihr gut geht und so. So, ich werde mal sehen, ich hoffe, ich kann morgen wieder zur Arbeit. Und wie gesagt, zuerst fahre ich die Kinder zur Schule. Ich hoffe, dass dann alt leid, dass nicht wieder Lumens Augen sind zugeschwollen. Ey, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ob das jetzt eine allergische Reaktion auf irgendwas war oder so. Und das ist halt Fakt. Das passiert. Unsere Augen sind zugeschwollen und dann haben sie alle gedacht, oh, Bindehautentzündung, haben sie nach Hause geschickt. War natürlich sofort zu Hause, war wieder alles in Ordnung, ein bisschen frische Luft und alles gut. Ich denke mal, eher ist eine allergische Reaktion gewesen. Bindehautentzündung war es auf keinen Fall, hat sie nicht. Aber ja, Glück gehabt so. Morgen geht sie wieder in die Schule. Das ist Fakt. Und ja. Dann würde ich mal sagen. Jetzt kommt noch mal, jetzt bin ich gerade dabei, jetzt wird noch ein Video hochgeladen, das wird morgen veröffentlicht, am Mittwoch. Na, das ist noch mal so, alles so ein bisschen rückblickend von der letzten Woche, ja, also nicht wundern, ist jetzt alles sehr verschoben gerade. Gerade. Und, ja, alt schick, alt gut. Ich war jetzt hier fleißig, hab sortiert ein bisschen, gab so geile Werbeplakate, hier. Sowas hier zum Beispiel. Werbeanzeigen von 1930. Renault und so eine Sache. Und nicht nur das, sondern da habe ich 1100 Stück von den Dingern. Die habe schon eine ganze Weile bei mir rumliegen. Und jetzt wollte ich sie nochmal anbieten. Die habe ich jetzt erstmal sortiert. Und dann gucken wir mal. Seid wie gesagt nicht sauer, wenn manchmal eine ganze Weile nichts kommt oder wenn einfach immer nur ein kurzer Bericht zum Tag kommt oder so. Sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich auch wieder Beute heute machen. Ne, so was, das ist zum Beispiel Beute heute, wenn du so willst. Das ist nicht von heute, das habe ich jetzt schon bestimmt ein halbes Jahr hier rumliegen. Aber das ist Beute. Und die zeige ich euch natürlich auch sehr gerne, weil ich auch ein bisschen trödel. Diesen Trödelaspekt ist ja auch noch ein bisschen drin bei mir. Ne? Nicht nur ein bisschen, wenn man die Wohnung hier sieht. Also, wir sehen uns dann vielleicht morgen wieder. Also, jetzt die nächste Schnitt, nächste Aufnahme findet dann morgen statt. Also, bis dann. Ciao. So, guten Morgen, liebe Leute. Guten Morgen. Morgen. So, Jalousie auf. Oh, Gardine. Also, auf zur Schule. Tisch.
Jo, heute ist romantischer Sonntag. Wir sitzen hier vor unserem Kamin. Ja, doch, hier, ja, guck. Hey, wie gefällt's dir? Ach ja, Papa, geht so, ganz gut. Ja. Aber kann ich auch das machen? Und euch? Papa, kann ich auch mal machen? Was willst du auch mal machen? Doch, das, was du hast. Ja, Mami, ich sehe dich. Papa, was machst du da? Ich lieg hier. Mama, was machst du da? Ich lese Skadi gerade was vor. Was ist das denn? Das ist der Mund. Und was ist die Mundhöhle. Und was ist darin? Zähne, eine Zunge. Gib dem Papa die Kamera wieder. Ja. Zeig mal. Skadi, gib dem Papa die Kamera. Ich. Gib die doch mal zu. Nein. Doch, wir wollen doch hier das Buch angucken. Ja. Schaut euch das Buch an. Zeig mal, was hast du denn alles im Mund? Oh, viel zu viel. Eine. Ein Tarn noch mit drin. Zunge. Eine Zunge. Was noch? Ja. Was ist das? Das ist das Gaumenzäpfchen. Gaumenzäpfchen. Nicht anfassen, dann musst du kotzen. Genau wie ich, oder? Hat jeder, ne? Und guck mal, was das Kind hier hat. Was ist das? Da sind noch keine Zähne drin. Au. Ja, aber das ist der Kopf. Oh, ist schön. Kamin ist wirklich und toll. Was ist halt? Tja, Kinder, die Woche kam ja nun mal ja nicht zusammen. Nicht, überhaupt nicht an Material für euch. Tut mir echt leid. Aber ab nächste Woche geht's los. Nee, Quatsch, ab nächste Woche. Nächste Woche ist meine letzte Woche im Praktikum. Morgen. Es ist jetzt 6.32 Uhr. Montagmorgen. Letzte Woche von meinem Praktikum hat angefangen. Und ich schau mal, was so los ist. Im Netz. Ich habe nicht sehr viel zu berichten in letzter Zeit. Aber so ist das. Manchmal ist halt wenig, manchmal ist viel. Und im Laden, wenn ich im Laden bin, da passiert definitiv mehr. Da kriege ich jeden Tag auch irgendein Video zusammen. Ja gut, ich fahre jetzt gleich zur Schule, bringe die Kinder weg. Und schau mal. Melde ich mich nochmal. So. Morgen. Na? Fühlt sich gut? Schön. Aber ohne alleine. Aber kann ich mal sehen. Oh, das ist schön. Ist süßer. Oh, Lumi sieht bezaubernd aus. Ja, und sie hat eine Kleberhose an. Das können wir jetzt auch benutzen zum Essen. Nee, jetzt kannst du wieder in die Kinderküche, oder? Was meinst du? Ja! Skadi hat es nur untergeschmuggelt. Na gut. Und genau. Ich. Auch noch eine Mütze. Jo, Kinder sind in der Schule. Ich war nochmal zu Hause. Hab einen alten Kühlschrank eingepackt. Kühlschrank von meiner Uroma. Den hatte sie zuletzt, dann wir jahrelang benutzt. Und jetzt kommt er in Ruhestand. Unsere Familie ist zu groß geworden für den Kühlschrank, das ist so ein ganz kleiner. Ja, bei der BSR offizielle Aussage: Fahrradreifen in den, zu Hause in den Restmüll. Zu Hause in den Restmüll. Da kommen sie auch in den Restmüll. Zu Hause in den Restmüll. Da habe ich gefragt, und da beschwert sich keiner drüber? Nee. Sie kommen hier auch in den Müll, dachte ich. Das ist ein Restmüll. Schwarze Tonne, Fahrradreifen, weg. Und verbrannt sowieso alles. Das ist ja. Da willst du das schon ordentlich recyceln und dann so.
Er sagt, oder das ist hier, gibst mir 6 Euro. Ja, ich hab kein Geld bei. Hab ich auch wirklich nicht. Aber ich weiß ja, was passiert. Die 6 Euro landen in seine Tasche. Und er schmeißt sie in den Restmüll. Deswegen, das unterstütze ich nicht. Nee. Nicht mit mich. Ein bisschen spät. Und aus. Auf Arbeit. Morgen. Wieso? Und stottern am Mercedes. Naja. Schreiben, aber die Rechnung nicht zustellen. Ja. Oh, die sieht scheiße die aus. Die sieht scheiße aus. Das? Die dritte. Hier. Dritte. Sehr gut. Nummer 3. Warte. Aber er ist nass. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Ja, das ist. Weil wenn er nass ist, heißt es, dass er zumindest Kraftstoff kriegt. Du hast gerade einen Schraubenzieher da? Nee, Schraubenzieher nicht. Nicht mal einen Schraubenzieher. Ein Magnet habe ich in der Hand. Magnet ist auch mit Zangen, aber der Magnet taugt gar nicht. Kann es auch sein, dass das Zündkabel einen Schatten hat? Willst du jetzt einfach mal tauschen? Nein. Ich würde nur einmal reingucken. Aber soweit sieht es gut aus. Oder riechst du da? Nö, es geht einfach nur optisch, ob sie alle gleich sind. Du möchtest keine Kratzer drin haben, du möchtest keine schwarzen Abbrandspuren, die irgendwie zur Seite weggehen. Hast du doch. Wo? Nee. Da oben an den Kontakten. Ja, klar, da muss ja. Aber ringsrum am Plastik möchtest du nichts sehen, das soll alles schön homogen aussehen. Wichtig ist, dass der sich noch bewegt, dass der noch da ist. Das ist alles gut insofern. Da es nur um einen geht, ist auch der Verteiler Finger eigentlich egal. Da ist immer die Sache, du siehst hier dieses Harzige, das so ein bisschen glänzt. Mhm. Wenn es nicht mehr glänzt oder rissig ist, dann sollte man den Finger tauschen. Da ist ein Widerstand drin. Okay, der geht dann irgendwann gut. Aber solange es gut aussieht, bleibt es normalerweise drin. Würde aber natürlich auch alle vier Zylinder betreffen, nicht nur einen. Aber das ist ja eine ganz klare Sache, dass nur ein Zylinder nicht mitläuft. Und dementsprechend werden wir jetzt erstmal nur eine Kerze bestellen, die reinmachen und gucken, was passiert. Ist das von 1999? Das ist möglich, ja. Okay. Ja, schon ganz schön lange da drin. Ja. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist noch nicht überschritten. Okay. Hält jetzt so lange, ist ja nur Kunststoff. Ist ja unglaublich. Ja, die 99er Generation. Das war ein guter Jahrgang. Stimmt. Spätlese. Ja. Und jetzt heißt es. Ach, den erstmal irgendwie dran fummeln. Und. Jetzt hast du ausgeschlossen, dass da der Fehler liegt, aber im Kabel selber könnte er ja immer noch liegen. Genau, das wissen wir noch nicht. Deswegen meinte ich, dass man die. Gut, Kabel, der dritte war es, richtig? Ja. Nicht der erste, nicht der zweite. Das ist der dritte. Das heißt, den könnten wir jetzt mal versuchen runter zu pulen. Kommt natürlich auch immer nicht so richtig da raus, ne? Ist ja auch noch mehr Metall. Auch dafür gibt es von Herzog eine ganz tolle Zange für 50 Euro. 50 Euro ja, für einmal ziehen. Ja. Sehr gut. Wenn man es dauernd macht, lohnt sich das sogar, die zu kaufen. Aber da wir mit Benzin dann eigentlich sehr wenig zu tun haben. Jetzt können wir hier einen Widerstand messen von hier nach da rein. Da stecken wir einfach einen Kreuzschlitzraum hier auf der anderen Seite. Also die Kontaktfläche sieht ja gut aus. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass die gut sind. Ich glaube, die haben wir sogar schon mal gemacht. Bin mir aber nicht sicher.
Das passt super. Dann braucht man einen Multimeter. Weißt du, wo das ist? Bei Widerstandsmessung, wenn man nicht weiß, was man erwartet, fällt man immer ganz oben an. Dann gehst du mit der einen Spitze hier rein. Jawohl. Mit der anderen hier an den Schaft vom Schraubenzieher. Jetzt haben wir 0 als Anzeige und dann geht man langsam runter, bis man eine richtige Anzeige hat. Gut 900 Ohm, 1 Kilo Ohm, das ist in Ordnung. Dann gehen wir davon aus, dass das Kabel gut ist und bestellen einfach nur mal eine Kerze. Ich mag NGK auch nicht, weil bei NGK war bei Motorrädern schon immer die Sache, wenn du einen Vierzylinder hast, kaufst du dir 6 Kerzen. Dann kommst du auf den Fleck. Okay. Weil eine ist mindestens kaputt in der Packung. Und dass man jetzt einfach die Kerzen tauscht und schaut, ob es ein anderer Top ist? Könnte man, wenn man es möchte, wenn man Zeit hat, Lust. Kann man tun. Weil du das jetzt bestellst, dauert es ja eben einen Moment, wenn du ja, jetzt nicht darfst. Wir können ja natürlich auch frei brennen. Frei brennen. Einen Brenner früher. Haben wir noch einen Brenner? Ich hatte früher immer so einen Gasbrenner. Ein bisschen mehr ist es ja. Ne, irgendwie. Kann auch sein, dass die Flasche leer ist. Machen auf den zweiten. Der erste war schon drin. Okay. Verrußt. Die erstmal sauber machen. Endlich. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, jetzt auf Verdacht einen neuen Satz Kerzen reinzuschrauben. Auf jeden Fall sollten wir den Gummi von dem alten Leerlaufregler abziehen und da drauf machen, dass der Leerlaufregler selber schön geführt ist. Das gefällt mir nicht so richtig, dass der da so rumklappert, weil das mögen sie eigentlich gar nicht. Oh ja, wahrscheinlich mal improvisiert jetzt sowas. Der klemmt dann so dazwischen, ja? Das ist nur ein Klemmen. Genau. Na, ich kann noch mal gucken. Mann.
So, kommst du an den anderen Schlauch ran, um den dann anzuschließen? Nein. An den unteren? Nein. Ich weiß es nicht. Mach ja nur. Du kriegst es nicht rein, aber. Ich krieg das hier nicht. Das ist alles auch nur der Plastik. Den da unten, den muss ich ja von unten so ran. Genau. Das schaffe ich nicht. Fein. Weil ich einfach nicht die. Schlimmstenfalls müsste man den Ölfilter rausnehmen. Das stimmt hier auch nicht. Ist irgendwas nicht. Ach, ja. Wenn jetzt der Schlauch neu wäre, dann würde der einfach drauf flutschen. Ich weiß. Ist er aber gar nicht. Ne? Ich habe Multispray drauf gemacht. Oh. Na, drüber ist er, aber nicht. Ja, ich bin drauf. Wunderbar. Dann muss der jetzt nur noch runtergedrückt werden. Okay. Der ist drauf. Auf alle Fälle sieht es ordentlich aus. Ja, besser als vorher, ne? Ja, diese drei Kabelbinder. Dann toi, toi, toi. Setz sie doch mal rein, mach den Motor an und leg den Rückwärtsgang ein. Mal gucken, was passiert. Genau. Ach, soll ich mit Bedacht einsteigen? Ausfahren. Boah. So, jetzt seit langem mal wieder Benz. Was für ein Auto. Weich wie, wie ein Schwamm. Dennis ruft an. Moin Dennis. Ja, moin Thomas. Da bin ich ja verwundert.
Wie verwundert? Was? Ich sitze gerade im Auto und fahre, also fuhr gerade eben. Ich habe gerade abgeparkt. Deswegen, was hast du denn? Ja, nicht, die Praktiken, die du naja, jetzt so. Ich habe jetzt gerade, wie gesagt, Probefahrt gemacht hier mit dem Mercedes. Ja. Ach, das ist auch schön. Ja. Na, Mensch. Ist auch toll. Wie lange machst du denn dein Praktikum da noch? Naja, bis Ende des Monats jetzt. Weiß ich gar nicht, was ist denn? Ich weiß ja nicht, wie viel da ist. Ich habe keine Ahnung. Also die Woche hier wahrscheinlich noch, ne? Das wird ja noch. Ja, so, heute ist der 25. oder so. Genau. Ja, deswegen. Steht denn für dich die Möglichkeit, nachher noch die Werkstatt zu nutzen, bestimmt, ja? Wie meinst du? Naja, bestimmt, ja, klar. Du musst mal mit dem Auto vorbeikommen. Ja, würde ich ja gerne machen. Ich habe ja keinen Führerschein. Da musst du mir den Wagen mal geben. Ja, das wäre natürlich auch eine Idee. Ich brauche den die nächsten 3 Tage nicht, weil ich in der Bremsfirma arbeite. Ach so, okay. Okay, na. Ich kann ja heute Abend nochmal telefonieren, wenn du ein bisschen mehr Luft hast oder so. Ja, naja, ich bin ja dann irgendwie wirklich erst abends dann auch wieder. Ja, was haben wir hier zu machen? Ich weiß es noch nicht. Auf alle Fälle ohne Staatskarosse. Schon geil. Naja, ich würde mal sagen, ich verabschiede mich. Gleich kommen nämlich die anderen Mitarbeiter hier. Also für heute aus der Werkstatt. Ciao.